play there. Actually, ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Gillespie. Oh no, Gillespie, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und wie versprochen kommt noch mein Prediction-Video zu den EU Regional Finals. Alle Predictions, die jetzt von mir kommen in diesem Video, sind natürlich alle meine eigenen Predictions, alles meine eigene Meinung, was ich denke, wie die Spiele ausgehen werden. Mal gucken, wie oft ich recht habe, beziehungsweise wie oft ich dann wirklich auch mit dem kompletten Ergebnis richtig liege, bin ich selbst gespannt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt hier mit dem ersten Match an. Und zwar spielt als erstes, das erste Match am Samstag, beziehungsweise morgen früh, um 10 Uhr deutscher Uhrzeit wird FABE All-Stars gegen Equinox Netherlands bestreiten, also ein Match der Benelux-Qualifier. Und wird auf jeden Fall, glaube ich, kein schlechtes Match, wobei ich aber sagen muss, dass ich denke, dass hier FABE die Oberhand haben wird. Die haben zwar in der Vergangenheit, beziehungsweise seit dem Online-Qualifier auch nicht allzu viel gescrimmt, hat Torres selber getweetet, aber ich denke trotzdem, dass die rein von der Spielerqualität her das normalerweise easy machen sollten. Und ich predikte einfach mal ein 3:1 für FABE All-Stars. Das zweite Match wird dann sein NXG Rapid gegen VfL All-Stars. Denke ich, ist ein sehr, sehr gutes Match, oder wird ein sehr, sehr gutes Match. Ich habe zwar VfL All-Stars noch nicht wirklich oft spielen sehen in Advanced Warfare, aber beide Teams haben erfahrene italienische Spieler drin. In NXG Rapid haben wir Kolga, Power, im VfL All-Stars haben wir Donny drin. Wirklich zwei gute Teams, wobei ich aber glaube, dass NXG Rapid hier sich den Spot für Los Angeles sichern wird und das Ganze mit 3:2 gewinnen wird. Also ich glaube, das wird ein komplettes Best of 5, aber ich glaube, wie gesagt, NXG wird das am Ende mit 3:2 machen. Dann haben wir die erste Begegnung der UK-Teams, und zwar Ever EU gegen Intensity. Intensity ist das ehemalige TEC-Team, die jetzt wieder unter ihrem Teamnamen Intensity spielen, wie schon letztes Jahr. Glaube ich, hießen die auch so, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben ja auch gegen die auf den European Championships letztes Jahr gespielt. Und auch schwierig zum Predikten, zwei starke Teams. Beide Teams haben Spieler drin, die Erfahrung haben. Ich weiß nicht, wer von den Teams mehr gepracticed hat, um ehrlich zu sein, habe ich nicht mitbekommen. Auch schwierig zu sagen, wobei ich aber glaube, dass Intensity... Doch, ich glaube, dass Intensity das machen wird, und ich glaube, dass die das mit 3:2 gewinnen. Auch hier, glaube ich, wird es ein komplettes Best of 5. Und ich glaube, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass Intensity das machen wird und sich hier den Spot oder den ersten englischen Spot für Los Angeles sichern wird. Dann haben wir hier das erste französische Match, wo Pulse gegen Ascentia spielen wird. Ascentia sollte mittlerweile jedem ein Begriff sein, auch von der ESWC 2014 noch, mit Züller drin, auch ein sehr, sehr erfahrener Spieler schon im Call of Duty Bereich. Und auf der anderen Seite haben wir dann Pulse, ein eher unbekanntes Team, wobei die aber auch schon in den letzten Wochen bewiesen haben, dass sie schon auch mit den anderen guten französischen Teams mithalten können. Von daher bin ich da auch wirklich gespannt. Aber ich glaube, dass hier das Ascentia machen wird und dass die das mit 3:1 holen werden. Also meine Prediction ist hier bei diesem Match 1:3 für Ascentia. Dann kommen wir zum ersten deutschen Match, beziehungsweise nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich und Schweiz, was ja jetzt zusammengehört, die Dachregion. Und ich glaube hier natürlich, dass FABE Germany das Ganze mit 3:0 macht. Klarer Favorit hier FABE in diesem Match gegen Team Next Gen. Dann kommen wir zu meinem persönlichen Favoritenmatch. Auf das Match freue ich mich am allermeisten. Millennium gegen Team Infuse. Das ist das zweite Match der UK Qualifiers. Da bin ich echt extrem gespannt darauf, wie dieses Match ausgehen wird. Zwei sehr, sehr starke Teams. Millennium hat sich ja die letzten Tage noch in einem Bootcamp im Millennium House in Marseille, Frankreich vorbereitet. Im Millennium sind ja sehr, sehr erfahrene Spieler, unter anderem Jake, Rated und Marky B, und auch ein Franzose, Carnage, der letztes Jahr noch bei Vitality war. Wirklich ein sehr, sehr erfahrenes und gutes Team. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Team Infused mit Quicker oder auch mit einem sehr, sehr starken Melon. Auch wirklich ein starkes Team, ist auch sehr, sehr schwer zu predikten. Auf das Match freue ich mich sehr, und ich predikte hier, dass Millennium das knapp mit, obwohl, ich sage, es wird ein 3:1 für Millennium, sage ich. Dann haben wir hier Spirit Gaming gegen Gamers 2, das erste und einzigste spanische Qualifier-Match. Wird sicherlich auch ein spannendes Match. Von Spirit Gaming weiß ich jetzt nicht allzu viel, wobei ich gehört habe, dass die auch nicht allzu schlecht sein sollten. Gamers 2 Team ist bekannt mit Legend, Toya und Co.
Ich sage, dass sich hier Gamers 2 oder Gamers 2 auf jeden Fall durchsetzen wird, mit einem 3:1. Dann kommen wir jetzt zu TCM Gaming gegen Barrage Nightmare. TCM Gaming sollte jedem ein Begriff sein, mit Shane, Jurt, Gungi und Co. Und Barrage Nightmare, wahrscheinlich den meisten von euch eher kein Begriff, wobei da auch ein sehr, sehr erfahrener Spieler drin ist. AJ Amaze ist hier mit am Start, der auch bei den Call of Duty Black Ops 2 Weltmeisterschaften mit dabei war, wurden auch bei den EU-Champs, bei den Black Ops 2 EU-Champs sind die zweite geworden, mit Fariko Dragons damals, genau, hinter Epsilon damals mit Jurt, Excellence und so weiter. Auch ein erfahrener Spieler, wobei ich hier glaube, dass es ein ganz klares 3:0 hier für TCM Gaming wird. Dann kommen wir zum zweiten Match der französischen Qualifier. Vitality kennt jeder von euch, aber mit neuer Lineup, mit Gutaga, mit Dilux, mit Getzom und mit Riskin. Von denen hat man in Advanced Warfare wirklich noch nicht sehr viel gehört. Um die war es eigentlich relativ ruhig. Ich weiß auch nicht, wie viel die gespielt haben. Habe von denen auch noch nicht viel gesehen. Und auf der anderen Seite haben wir Nevros Esports, wie man es auch immer ausspricht. Kann ich auch nicht viel zu denen sagen. Wird bestimmt auch ein spannendes Match, aber wie gesagt, zum Predikten für mich jetzt persönlich sehr, sehr schwierig, da ich von denen auch beiden noch nicht wirklich viel gesehen habe. Aber rein von dem vom Namen her, also auf dem Blatt Papier, wie man ja immer schon so schön sagt, sollte das Vitality machen, und ich predikte hier ein 3:1 für Vitality. Dann haben wir das letzte Match, das hier auf der Mainstage gestreamt wird, und zwar Epsilon Esports gegen Ambitions. Epsilon Esports sollte jeder von euch kennen, Swanee, Tommy, Madcat, Josh. Meine persönlichen Favoriten für die kompletten EU-Champs, spielt gegen Ambition, gegen Sours sein Team. Sours und Waves auch sehr, sehr erfahrene Spieler, die auch schon seit Call of Duty 4 erfolgreich Call of Duty spielen. Um die wurde es aber die letzten 2 Jahre etwas ruhiger, also in Ghost und in jetzt AW ist es um die ein bisschen ruhiger geworden. Für mich auch hier ganz klares 3:0 für Epsilon Esports. Dann haben wir hier noch die Alpha Stage, die Side Stage, die Matches, die nicht gestreamt werden, aber natürlich auch am Samstag gespielt werden. Da haben wir einmal Clarity Gaming gegen VWS von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch für mich persönlich sehr, sehr schwer zu predikten. Ich habe die Matches auch nicht angeguckt von diesem Qualifier. Kann ich nicht viel dazu sagen. Ich sage jetzt einfach mal ganz random 3:1 für Clarity Gaming. Aber bei diesem Match habe ich echt keine Ahnung. Dann kommen wir zum zweiten Dach-Qualifier. Deutschland, Österreich, Schweiz Qualifier. Wo Anaretics gegen Rush aufeinandertreffen. Ich persönlich hätte das Game lieber im Stream gesehen. Da das meiner Meinung nach das definitiv spannendere Match ist zwischen den zwei Teams. Normalerweise müsste Anaretics das Ding ganz klar holen, da Rush die letzten Wochen bzw. seit der Online-Qualifikation so gut wie gar nicht gespielt hat und Anaretics doch regelmäßig bzw. fast täglich trainiert hat, was ich so mitbekommen habe, sollte normalerweise schon ein klares Ding werden, aber man darf auch Rush nicht unterschätzen, die haben auch erfahrene Spieler drin mit Random, mit Rambat, zwei sehr starke Spieler und auch Buxton, der in dem Game sich wirklich bewiesen hat, Aiken auch, der schon einiges an Erfahrung mitbringt und auch ein sehr, sehr guter Spieler ist. Von daher darf Anaretics auf keinen Fall Rush unterschätzen, und dann wird es auch natürlich auch etwas tagesformabhängig sein, wie bei den ganzen anderen Matches auch, und wie es halt so ist auf einer LAN. Aber normalerweise sollte das ganz klar an Anaretics gehen, und ich predikte hier ein 3:1 für Anaretics. Dann haben wir noch das letzte Match der französischen Qualifiers, hier auf der Alpha Stage, Hyper Games versus Orks, für mich auch ein ganz klares 3:0 für Hyper Games. Dann haben wir hier noch die Nordic Qualifiers, Team Orbit gegen Team Finnland. Team Orbit ist übrigens ein rein schwedisches Team, spielt hier gegen Team Finnland. Auf das Match bin ich auch gespannt, schade, dass das nicht im Stream kommt. Bei Team Finnland ist Gefkit dabei, der ja in der Vergangenheit, vor allem Ende Ghost und jetzt Anfang AW glaube ich auch, immer wieder mal kleinere Cups gewonnen hat und sich ein bisschen einen Namen als Online-Warrior gemacht hat. Bin ich gespannt, wie der sich auf LAN bzw. den sein Team sich auf LAN schlägt. Wäre auch ein interessantes Match, aber auch hier glaube ich, dass Team Orbit die Nase vorn hat. Die 4 Jungs spielen schon ewig lang zusammen, sind jetzt auch kein wirklich schlechtes Team nicht. Und ich predikte hier aber ich glaube, es wird ein knappes Match, und ich predikte hier ein 3:2 für Orbit. So, das waren nun meine Predictions für das Wochenende. Von den 14 Matches, die wir haben, insgesamt werden auch 14 Teams nach Los Angeles kommen, um Europa zu repräsentieren. Desertor Deutschland wird die komplette Coverage machen wieder dieses Wochenende, also folgt den auf Twitter, folgt den auf Facebook, die Links sind unten in der Beschreibung. Wie gesagt, wer nicht Zeit hat, dass er jeden Stream anguckt, auf jeden Fall, oder lohnt sich wirklich, Desertor Germany hier zu folgen oder zu liken. Die werden hier eine gute Live-Coverage bringen, das ganze Wochenende über.
Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, bewerten bitte nicht vergessen, schreibt mir auch natürlich in die Kommentare, jetzt hätte ich es beinahe vergessen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr glaubt, wie die einzelnen Matches ausgehen, beziehungsweise welche 14 Teams sich von diesen 28 Teams sich letztendlich für LA qualifizieren. Würde mich echt interessieren, was ihr da so für Meinungen habt. Und wie gesagt, bewerten nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao, servus, euer Schaps.